Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 21. Januar 2022. Andreas sitzt frisch gebügelt neben mir und freut sich auf einen neuen Podcast. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen, liebe Eva. Du hast vergessen, dass ich auch frisch rasiert bin und mich gut anfühle. Also, wir gucken ja gerade aus unseren Panoramafenster in eine tolle Winterlandschaft. Der blaue Himmel ist aufgerissen, wunderschön. Eine weiße, dünne Schneedecke überall drauf auf dem Boden. Und der See changiert. Wir haben eine sehr klare Luft. Der See ist gut sichtbar. Die Berge auf der anderen Seite auch, die wir sehen können. Und er changiert grau, silber, wirklich, und macht seinem Namen alle Ehre. Wie kalt haben wir es denn? 7 Grad minus im Moment. Vielen Dank, Herr Popp, unser Chef-Meteorologe mit seinem täglichen Wetterbericht. Ja, wir haben gestern einen historischen Tag gehabt. Viele haben sich von dem Schock inzwischen ein bisschen erholt, denn Österreich hat die Impfpflicht beschlossen. Und man nennt es den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Damit ist Österreich das erste EU-Land, das eine allgemeine Impfpflicht beschlossen hat. Die große Mehrheit der Abgeordneten des Nationalrates in Wien hat dem vorgelegten Gesetzentwurf zugestimmt, Andreas. 137 haben Ja gesagt, 33 Nein und einige wenige, bisschen über ein Dutzend, haben sich enthalten. Was ist deine Einstellung zu diesem Beschluss? Ja, es ist erschreckend, es ist totalitär, es ist die offizielle Verabschiedung der Demokratie aus meiner Sicht. Und ich frage mich wirklich, wie es sein kann, dass die Abgeordneten, die ja nun letztendlich auch so etwas wie Empfindung oder noch so ein Restgefühl haben, auch Ethik und Moral sollte zumindest noch ein Hauch vorhanden sein, die sehen, wie die Menschen draußen verzweifelt auf der Straße stehen und dagegen ankämpfen und ihre Freiheit verteidigen, und man dann schlicht und ergreifend seinen Arm hochhebt im Interesse vielleicht der eigenen finanziellen oder sonstigen Situation. Es ist für mich einfach nur erschreckend, vor allem auch die Signalwirkung, die dadurch natürlich auf Deutschland jetzt ausgeht. Ja, es ist nicht nur die Signalwirkung, die auf Deutschland ausgeht, aber darauf kommen wir gleich, denn dazu hast du auch Hintergrundinformationen von einem deiner Whistleblower bekommen. Aber wir wollen euch doch noch einmal kurz eine winzige Übersicht geben. Die Betonung liegt auf winzig, welche Länder auf der Welt bis jetzt eine Impfpflicht beschlossen haben. Das ist Indonesien, damit das größte Land. Und dann kommen Mikronesien, Neukaledonien, Tadschikistan, Turkmenistan, Vatikan und jetzt ganz neu hinzugekommen Österreich. Das heißt, Andreas, der Rest der Welt scheint ohne auszukommen. Wir haben vor 2 Tagen eine Übersicht eingestellt aus unserer US-Redaktion, dass in den USA von 50 Bundesstaaten 39 mehr oder weniger keine Lockdown-Maßnahmen mehr haben, dass in manchen ein Verbot besteht, eine Impfpflicht einzufordern, dass man sich dafür entscheidet, die Wirtschaft und auch die Menschen wieder hochkommen zu lassen, die Kinder und Jugendlichen vor allem auch. Und in Österreich mit dem Signal Richtung Deutschland passiert genau das Gegenteil. Wie ist das zu erklären? Naja, das ist die neue Liste im Januar der Diktaturen auf diesem Planeten im Augenblick. Spannenderweise gehört dann nicht Nordkorea mit dazu. Dazu gehört auch nicht China oder auch Weißrussland, wo ja immer der Begriff Diktator vorgenannt wird, wenn man dann den Namen des Präsidenten bezeichnet, während sich der Bundeskanzler der Bundesrepublik ja selbst als Regimeführer bezeichnet. Also eigentlich eine diktatorische Aussage auch schon bringt. Eigentlich müsste man sagen, der Diktator Scholz. Aber das macht man natürlich nicht, weil die Diktatoren sind immer die Bösen. Die Diktatur ist jetzt faktisch eingeführt und jetzt sehen wir mal, was da passiert.
Na, der Scholz, noch ist er ja nicht. Er hat sich zwar für die Impfpflicht ausgesprochen, aber in Deutschland ist sie noch nicht erlassen worden. Wir bleiben noch einen ganz kurzen Moment in Österreich, wo nämlich der Kanzler eine ganz große Anreizsituation geschaffen hat. Und zwar hat er zusätzlich zur Impfpflicht für Erwachsene ein milliardenschweres Anreizpaket zur Steigerung der Impfquote geschnürt, heißt es bei Welt Online. Bei einer Impflotterie können Teilnehmer, die bereits geimpft sind und jene, die sich erst impfen lassen, Gutscheine im Wert von 500 Euro gewinnen. Das hat Kanzler Nehammer vor Beginn der Nationalratssitzung bekannt gegeben. Diese Gutscheine sollen bei österreichischen Betrieben einzulösen sein. Und insgesamt wurde ein Gesamtanreizpaket mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,4 Milliarden Euro geschnürt. Und jetzt fragen wir uns, wer bezahlt das denn? Naja, also auch die Österreicher haben jetzt einen Kanzler, für den sie sich offenbar massenweise fremdschämen müssen. Denn peinlicher geht es ja gar nicht, dass Menschen quasi, um ihre Gesundheit zu erhalten oder gesünder zu werden, mit Lotterie gelockt werden müssen. Würstchen hatten wir schon dabei, Bordelle hatten wir dabei, Kinder, die beispielsweise auch in irgendwelche Flugzeuge reingehen könnte, um ihnen ein Impfevent zu bescheren. Und das Ganze, um den Menschen etwas Gutes zu tun, damit muss man sie locken mit solchen primitiven Mitteln. Es ist wirklich historisch und wird in den Geschichtsbüchern irgendwann mal dargestellt werden, wie es sein konnte, dass man Menschen so hinters Licht führen konnte. So etwas in dieser Form hatten wir selbst in Deutschland noch nie. Andreas, Österreich und Deutschland gehen da in strammem Gleichschritt, denn laut deinen Informationen ist das Signal, das aus Österreich gestern gekommen ist, fast, könnte man sagen, wie verbindlich für Deutschland. Ja, das ist das Erschreckende eigentlich an der Geschichte. Und wir hatten ja gestern unseren Sonderpodcast gemacht, der auch nochmal ganz wichtig ist, vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht gehört haben. Man sagt ganz deutlich aus Expertenkreisen der Ministerien in Deutschland, das ist uns direkt zugetragen worden, wenn in Österreich abgestimmt wird, nämlich, dass die Impfpflicht kommt, das ist ja nun, dann sagen die Experten, wenn dort zugestimmt wird, dann kommt das in Deutschland auch. Es gibt ja jetzt die Sondierungsberatungen im Bundestag über die Gesetzesinitiativen und die Beratungen, die gehen also in den Februar und der Beschluss findet im März statt. Und es wird jetzt darüber natürlich auch eine temporäre Impfpflicht diskutiert, um die Leute ein bisschen in der Ruhe zu halten. Das ist natürlich eine Scheinpackung und schlicht und ergreifend Propaganda, denn wir wissen alle, Gesetze werden niemals nur temporär eingeführt, sondern sie werden dann permanent verlängert. Nehmen wir zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz oder noch weiter zurück den Solidaritätszuschlag. Also wenn im Bundestag das Gesetz eingebracht wird, dann wird auch zugestimmt werden. Da sind sich alle einfach einig. Und das Interessante ist, dass der Bundesrat, vor allem auch die unionsgeführten Länder, die betteln ja schon danach, also dass endlich eine Zustimmung für eine Impfpflicht in Deutschland stattfinden wird. Und die Regierung macht anscheinend wohl deshalb auch gar keinen Vorschlag, da es um Haftung und persönliche Verantwortung geht. Und deshalb soll das Gesetz aus der Mitte des Parlaments initiiert werden. Das ist natürlich ein übler Vorgang, der dahinter steht. Und ein Impfregister braucht man natürlich auch nicht und auch keine Bürokratie. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass die Menschen selbst ein lebendes Impfregister sind. Das kann man gut nochmal abhören, wenn man sich den Sonderpodcast von gestern noch mal anhört. Ja, und immer wieder merkwürdig, merkwürdig. USA hatten wir gerade noch mal erwähnt, aber auch Großbritannien hat die Restriktionen beendet. Dort geht man auch jetzt ohne Maske auf die Straße und auch in den Gebäuden wird die Maskenpflicht zurückgezogen. Ähnlich in Schottland, ähnlich in Tschechien, ähnlich in Spanien. Alle anderen fangen an aufzumachen, wollen Corona auslaufen lassen.
ich meine, es ist auch auffällig, dass praktisch Omikron Corona abgelöst hat. Und da Omikron jetzt so mild und zwar wild spreadet, aber vergleichsweise harmlos ist, wird damit Corona auslaufen. Das kann nur jedem gefallen. Wir ahnen aber, was dann kommt, wenn wir Robert Habeck, dem Vizekanzler, zuhören und seinen Klimaplänen und auch Olaf Scholz, der neue deutsche Kanzler, den wir gestern sehen konnten, beim WEF, wie er seine Rede mit seinem Kumpel Klaus Schwab gehalten hat. Das hast du dir auch näher angesehen. Ja, also für mich war das einfach nur ein Abspulen der WEF-Statuten und man hat so das Gefühl, als würde Herr Scholz auf der Gehaltsliste quasi vom WEF stehen. Das wird er natürlich nicht, zumindest gilt ja die Unschuldsvermutung, aber es hat so den Anschein, weil er betet offenbar ohne eigene jedwede Gedanken damit reinzubringen, zumindest erscheint es mir so, mehr oder weniger die Überschriften runter, die man ihm gesagt hat und die er in einem relativ guten Englisch hat, das hat er wirklich gesprochen an der Stelle, auch rübergebracht hat. Aber das, was er dort gesagt hat, ist nichts anderes als Propaganda eines Kanzlers, nach meiner Meinung nach komplett unwürdig. Denn das kennen wir aus USA, wo auch der Präsident gedacht wird. Und man hat das Gefühl, dass auch der Bundeskanzler gedacht wird und nicht Eigengedanken hat. Und das ist für mich das Erschreckende gewesen. Er hat ja, der Herr Scholz, habe ich vorhin gelesen, eine Einladung von Joe Biden zunächst mal ausgeschlagen und hat gesagt, er hat in Deutschland und Europa viel zu tun. Obwohl sie sich, glaube ich, relativ gut auf einem hohen Niveau, auf Augenhöhe dann beide miteinander mit Sicherheit gut unterhalten können. Ja, vielleicht liegt es daran, dass Scholz ja doch von seiner Vorgängerin noch eine gewisse Verbindung nach Russland halten soll, die sie mit eingefädelt haben soll. Und er ja, was die Pläne der Grünen angeht, nämlich Nord Stream 2, am liebsten überhaupt nicht erstmal an den Start gehen zu lassen, dem skeptisch gegenüberstehen soll. Ja, das kann natürlich sein, aber Nord Stream 2 ist natürlich eine ganz besondere Geschichte wieder, die er hinhalten muss. Ich meine, Russland hat sie ja gebaut, übrigens mit europäischen Unternehmen gemeinsam und die steht ja jetzt momentan in der Kritik, weil das ja eigentlich die Abhängigkeit von Russland symbolisiert. So sehen es die amerikanischen Freunde, die wir haben in der transatlantischen Brücke und aus diesem Grunde erwartet man natürlich, dass man sich das Gas von den bösen Russen nicht liefern lässt. Man geht nicht mit keinem Wort darauf ein, dass der Russe auch abhängig ist, natürlich von den Devisen, die er damit verdient, sondern man macht da eine Einseitigkeit. Mit Logik ist überhaupt nichts mehr nachzuvollziehen und Europa gibt sich quasi auf. Spätestens, wenn man sich mit China beschäftigt, und das habe ich heute getan, werde ich noch was zu sagen, dann wird man eben halt feststellen, dass Europa wirklich von einer Gurkentruppe regiert wird. Entschuldigung. Ja, ist deine persönliche Meinung, die ich als solche hier auch noch mal deutlich kennzeichnen möchte. Epoch Times hat vor kurzem, also vor wenigen Minuten, einen Artikel veröffentlicht über Robert Habeck, deinen Lieblings-Bundeswirtschaftsminister. Der hat also Folgendes gesagt, dass Deutschland dem Unternehmenskonsortium der Pipeline Nord Stream 2 keine Entschädigung zahlen müsse, sollte dieses keine Lizenz bekommen. Die Netzagentur habe das Zertifizierungsverfahren aktuell ausgesetzt. Das hat Habeck dem Spiegel gegenüber geäußert. Wenn es wieder aufgenommen werde, sei zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für die Zulassung nach deutschen und europäischen Regeln gegeben sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist auch keine Entschädigung fällig, sagt er. Wir ahnen schon, wie diese Entscheidung ausgehen wird, weil Deutschland und auch, also in Person Habeck und Baerbock und eben auch Europa in Person Frau von der Leyen sehr skeptisch sind, ob Europa und Deutschland Nord Stream 2 braucht. Ja, und da sieht man wieder mal, dass die Politik da Hand in Hand arbeitet, die österreichische und die deutsche. Das hat vielleicht auch historische Gründe. Wenn wir uns mal zurückerinnern an das Jahr 1871, als man 1848 die sogenannte Verfassung über ein sogenanntes Kaiserreich in der Paulskirche
Kirche in Frankfurt verabschiedet hatte und 1871 das Deutsche Kaiserreich ausgerufen wurde in Verbindung mit Österreich-Ungarn. Das war ja eine gigantische Erfolgsgeschichte. Und wenn wir wissen, dass dann diese Zerschlagung Österreichs natürlich nach dem Ersten Weltkrieg stattfand, nach 1918, und dann der Krieg aber gegen Deutschland weitergeführt wurde unter verschiedenen komplexen Vorgängen, und dann Germany is our problem, das geflügelte Wort in USA wurde durch den damaligen US-Finanzminister, wie heißt er nochmal? Finanzminister Germany, Finanzminister der Union. Henry Morgenthau. Himmel, mein Kopf ist heute nicht so ganz frisch. Auf jeden Fall ist es so, dass man dann eben halt feststellt, dass wenn man diese Zusammenhänge mal insgesamt vollzieht, geschichtlich über die letzten 200 Jahre, dann macht auch dieser Zerstörungsprozess Deutschlands und Österreich einen strategischen, militärischen und auch geopolitischen Sinn, wenn man jetzt sieht, dass dort exklusiv zum Beispiel diese Impfpflichten eingeführt werden in Zentraleuropa. Das heißt, hier wird also quasi vielleicht sogar ein Krieg, der bereits läuft. Wir dürfen nicht vergessen, die Feindstaatenklausel 107 in der UN-Charta gegen Deutschland besteht nach wie vor. Das heißt, die Bundesrepublik selbst ist ja Mitglied der UN, und die UN sieht Deutschland, interessanterweise nicht die Bundesrepublik, sieht Deutschland als Feindstaat an. Und hier schließen sich natürlich entsprechende Kreise, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzt. Ja, in diesem Zusammenhang noch mal ganz kurz zu dieser Nord Stream 2-Causa. Andreas, wir wissen, die Gasspeicher in Deutschland sind mega leer. Und alle Experten machen sich extreme Sorgen, falls der Winter jetzt noch mal ein paar Grad kälter werden sollte, dass eben viele Menschen hungern und frieren werden. Und Herr Habeck sagt mal einfach, also ist völlig egal, da muss auch Deutschland keine Entschädigung zahlen, ohne erstens darauf zu achten, dass es dem Menschen schlecht gehen könnte, dass übrigens in diesem Fall Österreich gegen den Willen Deutschlands durchaus die Nord Stream 2 an den Start gehen lassen möchte. Und ungeachtet auch der Tatsache, dass natürlich an Nord Stream 2, die Projektgesellschaft hat ihren Sitz in der Schweiz, gehört dem russischen Energieriesen Gazprom, aber auch westliche Unternehmen beteiligt sind, die dann natürlich auch in die Röhre schauen. Ja, natürlich. Und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade Österreich, das ist wichtig, dass ich das so sage, ich habe mir da ein falsches Wording angewöhnt, und dass Österreich gerade in Wien eine eigene Energieversorgungsunternehmung sitzen hat, das ist die OMV, und die spielt natürlich volkswirtschaftlich eine große Rolle. Und OMV aus österreichischer Sicht natürlich mit einem nennenswerten, sehr hohen Betrag an Nord Stream 2 beteiligt ist. Um das noch einmal klar zu machen, die Nord Stream 2 ist nur zur Hälfte russisch, die andere Hälfte sind europäische Unternehmen. Wenn also Nord Stream 2 jetzt boykottiert wird und nicht zum Zuge kommt, die Menschen frieren und man das Chaos in Deutschland regelrecht forciert, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass auch noch zusätzlich die europäischen Investoren, die mit 50% der Milliardenbeträge beteiligt sind, dann eben dieses Geld auch in den Sand schreiben. Das heißt, die europäischen Politiker momentan durch mehr oder weniger Befehl aus USA schwerste volkswirtschaftliche Schäden, betriebswirtschaftliche lassen wir mal ganz außen vor, und die vielen Arbeitslosen, die dann eben halt dann zustande kommen. Das ist wirklich schwer zu glauben. Andreas, du hast Informationen von einem deiner Zuträger zum Thema Empty Gas. Da wollen wir gleich mal reingehen. Wie sieht es denn aus? Wie sieht man innerhalb der Insider-Fraktionen, sprich Regierung und so weiter, die derzeitige Situation? Wie wird das bewertet? Und wie soll es weitergehen? Also wenn du gleich beginnst mit deinen Ausführungen, als du mir das heute Morgen gezeigt hast, da bin ich zusammengezuckt und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass die vorsätzlich über dieses Thema, über die Bevölkerung derartig sprechen. Aber naja,
Leg mal los. Ja, doch, es wird darüber ganz offen gesprochen. Und wir hatten ja auch gestern oder vorgestern in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, dass die Gasreserven an sich nur noch 18 Tage reichen. Natürlich wird das etwas länger als 18 Tage dauern, weil ja immer noch Teile des Gases reingepumpt werden im Moment. Aber das reicht bei weitem nicht, weil ein großer Teil des Gases, welches sich in Deutschland befindet, durch langfristige Verträge von deutschen Abnehmern hereingekauft, das wird gerade zurückgepumpt und teuer nach Polen verkauft und die Polen leiten es weiter an die Ukraine. Das heißt, man beschleunigt diesen Verfall auch noch. Das ist dieser exogene Schock und der wird ganz offen besprochen. Und ich habe gestern eben halt über die internen Experten auch des Statistischen Bundesamtes und auch des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes noch einige ganz nüchterne Erkenntnisse gewonnen. Und bedingt durch die Wirtschaftskrise der letzten Jahre, die man ja eingebaut hat, regelrecht durch diese Corona-Anti-Maßnahmen, ist ja nicht das Virus schuld, sondern die Maßnahmen, dass jetzt schon im Prinzip dass die Vermögensumverteilung massiv jetzt verändert wird, nämlich durch einen extremen Preisanstieg, der jetzt kommt, und zwar Gas, Strom, Benzin, Diesel wird sich teilweise um ein Vielfaches erhöhen. Und dabei schmilzt natürlich im Gegenzug das verfügbare Einkommen. Aus meiner Sicht gewollt. Also folgende Bevölkerungsgruppen sind jetzt davon betroffen. Das sind Geringverdiener, die ihr Leben vor der Krise eh schon kaum bestreiten konnten. Können, also inklusive Rentner, ich muss das mal so deutlich sagen, hier geht man derzeit von 20 bis 25 Millionen Menschen in Deutschland aus. Das heißt, was du jetzt hier gerade nennst, das sind die Berechnungen aus den internen Zirkeln in der Regierung, die sagen ja. So, ja, also diese Bevölkerungsgruppe, die Geringverdiener, das sind so circa 20 bis 25 Millionen und die wird das jetzt leider ganz besonders hart treffen. Genau so ist das. Das wird also ganz eiskalt dort aufgeführt und diejenigen, die über Geist, Seele noch verfügen und auch über Ethik und Moral, denen läuft es wie ein Schock durch die Glieder, wenn sie so etwas sehen müssen. In vielen verschiedenen Gruppen wird das quasi vorbereitet, dass die Menschen dann nicht hinten runterfallen. Und deshalb gibt es auch so viele, die uns mit diesen Informationen auch bestücken, weil sie es vor ihrem Gewissen kaum verantworten können. Und an dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön sagen, diesen großartigen Menschen, die uns helfen, diese Informationen zu geben, die sogar sagen, wir sind vor allem nur noch dabei, dass wir am Ball sind und wir wissen dann eben halt, welche Schweinereien da gerade laufen. Also die zweite große Gruppe sind die Geringverdiener, die Mittelschicht und Normalverdiener, die sind ungefähr so um die 18 bis 22 Millionen, die so gerade so rumkommen mit ihrem Gehalt und ihrem Geld und der Rest sind Reiche, Beamte, Pensionäre und auch gut situierte Rentner oder Erben. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Die Familien hast du da auch noch nicht mit drin. Das sind also diese arbeitende Bevölkerung 18 bis 22 und mit Familien bis zu 40 Millionen. Ja, okay, das kommt noch dazu. Bis zu 40 Millionen, das ist also die Hälfte Deutschlands, die davon betroffen sein wird, ernst. Das heißt also die Armen, die Rentner und der Mittelstand, das werden dann eben halt mehr als die Hälfte sein letztendlich. Und der Rest sind dann eben halt die, die noch halbwegs durchkommen. Und das ist nur noch ein kleiner Bereich. Und in der Gesamtbetrachtung leiten die Experten davon ab, dass man zwar einen Blackout erwartet und auch einplant, aber durch die extremen Preise der Energie, die bewusst so hochgezogen werden wird, wird die Bevölkerung auf minimalen Konsum konditioniert. Und das ist eben halt schlimm. Man kann sich dann eben nichts mehr leisten, bis auf die wenigen Ausnahmen. Also wichtig ist eine zentrale Aussage der Experten. Die hohen Energiepreise werden definitiv so hoch bleiben. Das ist offenbar das Ziel und wird auch so offenbar angekündigt. Und diese Preise werden noch massiv weiter steigen. Und somit wird ein Großteil der Mittel genau dafür eingesetzt werden, staatlicher Mittel, um die Preise nach oben zu treiben. Das heißt, man könnte ja zum Beispiel jetzt durch Nord Stream 2, durch das Reinlaufen von Gas, die Preise sofort senken, weil das Angebot sich in Europa natürlich erhöhen würde. Aber man lässt es bewusst dicht. Und selbst wenn man es jetzt in Gang setzen würde, den Gasfluss,
dann würde es natürlich noch lange dauern, wahrscheinlich bis in den Winter des nächsten Jahres, bis die Gasspeicher wieder voll sind. Also es ist eine Tragödie, die sich hier gerade wirklich anbahnt, die aber mit Wissen und Wollen entschieden wurde. Es sei denn, sie sind alle so dumm, aber es tut mir leid, die meisten haben einen Führerschein und wer einen Führerschein hat, der ist zumindest in der Lage, solche Sachen zu verstehen. Und solche debilen Menschen haben wir nicht einmal in der Regierung. Du hast vorhin das Wort historisch gesagt, es sind historische Vorgänge. Wenn man mit Wissen und Wollen die Bevölkerung in derartige Krisen hineinführt, man lässt sie ja nicht nur hineinlaufen, man führt sie hinein. Und ich möchte noch einmal auf das Video zurückkommen, das wir vorgestern eingestellt hatten, wo der russische Präsident Wladimir Putin die deutsche Bevölkerung aufruft, sich zu wenden an ihre Regierung und zu fragen, warum sie vorsätzlich für einen Empty-Gas-Zustand in Deutschland sorgen. Ja, das ist ja der Punkt. Es wird ja eigentlich auch vom Volk nicht wirklich hinterfragt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie mal fragen. Es muss auch mal die Frage gestellt werden. Nehmen wir mal an, das Gas fällt jetzt morgen aus, die Heizungen gehen aus. Weiß der Normalbürger überhaupt, was er machen muss, wenn er in einem Mietshaus wohnt? Hat er eine dezentrale Heizung? Wird er zentral gesteuert? Wer lässt das Wasser eigentlich aus der Heizung ab? Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt einen hohen Winter. Wir haben also einen sehr kalten Winter mit hohen Minusgraden und jetzt würde der Strom ausfallen, das Gas ausfallen und keiner lässt das Wasser aus den Leitungen der Heizungen ab. Dann haben wir in ganz Deutschland überall geplatzte Rohrleitungen. Das heißt, selbst wenn das Gas dann wieder kommt, könnte man ihn nicht wieder in Gang setzen, die Heizung, weil eben halt die Rohre geplatzt sind. Wer übernimmt eigentlich die Haftung? Wenn also die Bundesregierung kein Gas beispielsweise besorgt oder die EU auf Anordnung oder die UN, die das anordnet gegenüber der Nichtregierungsorganisation EU bis runter dann in die Annalen der Regimeführer wie zum Beispiel Herrn Scholz. Die Frage ist, wer ist dann eigentlich verantwortlich auch für diese Schäden, mal abgesehen davon, dass es eisekalt werden kann? Ja, es ist wie eine Agonie, wie eine Lähmung, die über vielen Menschen zu liegen scheint. Und ich habe hier mal eine Verivox-Umfrage vorliegen, die kürzlich durchgeführt wurde, zum Thema Stromausfall. Und da heißt es, dass die Mehrheit der Deutschen sich immer noch in Sicherheit wiegt. Das heißt, ich habe tatsächlich manchmal mehr und mehr das Gefühl, dass die Menschen, die hier im Kanal sind, sich vorbereiten, eben auch auf Stromausfälle, indem sie sich ein Stromaggregat oder so ein Ecoflow, so ein Solarpanel und sowas bestellen und Kochmöglichkeiten. Aber dass das der geringste Teil der Gesellschaft ist, denn wie gesagt, die Mehrheit der Deutschen fühlt sich gar nicht betroffen. Und es wurden also verschiedene Fragen gestellt. Sind die Behörden gut auf einen Stromausfall vorbereitet? Die meisten Befragten geben sich skeptisch. 57% gehen davon aus, dass die Behörden und die Verantwortlichen nicht gut oder unzureichend auf einen Blackout vorbereitet sind. Und von einer sehr guten oder guten Vorbereitung gehen nur 19% der Befragten aus. Und die private Vorsorge wäre ja dann mehr oder weniger die Antwort für viele darauf, dass sie sagen, okay, wenn ich da nicht so ganz sicher bin, ob die Behörden das schaffen, dann sehe ich mal selber zu, dass ich nicht nur Taschenlampen und Kerzen und Streichhölzer zu Hause habe, sondern mich schon ein bisschen besser vorbereite. Aber es sind doch nicht so viel. 65% der Befragten geben an, sich noch nie mit dem Thema Stromausfall befasst zu haben. Das restliche Drittel, also 35%, hat sich schon damit beschäftigt. Dennoch gibt nur eine knappe Mehrheit dieser Gruppe, nämlich 55% von diesen 35%, an, konkrete Vorbereitungen für einen Stromausfall getroffen zu haben. Also ihr gehört jetzt zu den 55% der 35%. Und dann wurde auch gefragt, welche Vorbereitungen getroffen wurden. Und da heißt es, am häufigsten 63% haben sich vorbereitet mit Beleuchtungsmitteln wie Kerzen oder Taschenlampen. Auch Vorräte an Nahrung, 60%. Wasser, 46%. Bargeld, 47%. Werden häufiger angelegt.
Selten allerdings wird dagegen für die eigene Elektrizität per Notstromaggregat gesorgt. Das sind nur 24%. Und 18% geben an, sich im Bereich der Selbstverteidigung vorbereitet zu haben. Andreas, Thema Wasser, hochheikel. Kannst du vielleicht gleich noch mal was sagen? Elektrizität, wenn der Strom für ein paar Stunden ausfällt, bekommt man das vielleicht noch hin. Aber sollte es länger dauern, wovon ja Experten ausgehen, bedeutet das ja tatsächlich, dass es zu einer richtigen Krise kommt. Ja, wir haben regelmäßig neue Zuhörer und aus diesem Grunde nochmal wieder die Wiederholung für die, die das kennen, bitte ich um Verzeihung. Fällt der Strom aus, sofort die Badewanne volllaufen lassen. Das ist ganz wichtig, weil wenn der Strom ausfällt, die Wasserversorger noch über Notstromaggregate verfügen und der Druck noch auf den Leitungen ist. Wenn dann der Strom wiederkommt, dann kann man das Wasser einfach so mit verbrauchen. Aber das ist erst einmal wichtig, dass man das überhaupt hat. Das Zweite ist auch, dass man entsprechende Möglichkeiten hat, Wasser auch zu lagern. Es gibt zum Beispiel so Faltkanister, die man übereinander legen kann. Wir stellen die ab und zu ein, um möglichst viel Trinkwasser zu haben. Aber auch das kann irgendwann zu Ende sein. Für den absoluten Notfall empfiehlt sich natürlich auch ein Wasserfilter. Ich laufe hier so auf diesem Wasser herum, weil das ist wirklich wichtig. Denn ohne Wasser kann man nicht sehr lange überleben. Ohne Essen, das geht schon eher, aber ohne Wasser, das kommt gleich nach, nicht mehr atmen können. Dann ist das der zweite wichtigste Punkt, woran man eben sterben kann an der Stelle. Ja, ganz kurz nur mein Einwand oder Einwurf hier an dieser Stelle ist immer auch der, das haben inzwischen schon viele beherzigt und machen es, Glasflaschen sammeln. Wenn ihr zum Beispiel, ich hoffe nicht, dass ihr euer Wasser, wenn ihr es einkauft, in Plastikflaschen kauft, sondern in sauberen, ordentlichen Glasflaschen, wo die Qualität des Wassers eine völlig andere, viel bessere ist. Und dass ihr diese Flaschen bitte nicht in den, wie nennt man das? Ich habe das alles vergessen. Pit. In diese Schreddermaschine, die da draußen überall rumstehen, Glasabfall, so. Dass ihr das dahin bringt, sondern bitte diese schönen Flaschen aufhebt, auswascht, Leergutcontainer, ja, sorry, und in dem Backofen diese Flaschen gebt bei 120 Grad und einfach 10 Minuten da drin lasst, damit sie vollkommen desinfiziert, sterilisiert sind und dann euer Wasser darin abfüllt und hinstellt. Es gibt ja diese schönen Glasflaschen, Container, diese Kisten, die gibt es hier nicht in Kanada, die vermisse ich auch, aber ihr habt die und die kann man schön bis an die Decke hochstapeln, sodass man gar nicht viel Platz braucht. Gut, wobei man natürlich zwischen den Flaschen dann immer noch sehr viel Luft hat, den könnte man mit Wasser besser füllen, wenn es ginge. Aus diesem Grunde bin ich eher ein Freund, auch noch von diesen Faltkanistern, weil man da natürlich das gesamte Volumen auch ausnutzt mit Wasser. Aber es soll wichtig sein, dass man nicht nur sehr viel Geld braucht, um sich vorzubereiten, denn das spiegelt sich auch wieder, dass manche Leute sich natürlich nicht im Strombereich vorsorgen können, einfach weil das Geld nicht da ist. Das ist uns natürlich auch sehr wohl bewusst. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass für diejenigen, die Geld haben, aber Menschen kennen, die ihnen wichtig sind und die in der Nähe wohnen, dass man für die vielleicht auch so ein bisschen schon mal im Hintergrund mitsorgt und sagt, okay, dann kann der seine Sachen bei mir mit im Kühlschrank mit reinlegen, weil ich dann eben halt den Strom habe, wenn er da etwas hat, zum Beispiel Tiefgefrorenes oder so etwas. Das ist sehr wichtig. Für mich ist eins nochmal ganz wichtig, die Menschen, die hier so unterschiedlich antworten, so nach dem Motto, sie machen sich keine Gedanken über ein Blackout, aber sie vertrauen dem Staat wiederum nicht, dass er bei einem Blackout Vorsorge betreibt. Das zeigt mehr oder weniger eine völlig träge Gesellschaft, die durch die Vollkaskomentalität einer völlig falschen Bildungsstruktur vorbereitet wurde über Jahrzehnte, über Generationen. Die völlige Hilflosigkeit, die Ohnmächtigen, die da als Erwachsene herausgekommen sind durch die Schule. Also wenn ich sehe, wie wir hier zum Beispiel in Kanada es sehen, auch mit Kindern beispielsweise, hier gerade auf dem Lande, die lernen natürlich hier auch schon mit Kälte und mit diesen ganzen Dingen umzugehen. Die gehen fischen und die sind eben halt doch noch naturverbundener. Und in dem Schulsystem ist es natürlich auch nicht so wahnsinnig viel besser, aber durch zu Hause haben sie das eben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wieder in die eigene Handlung kommen und nicht darauf bauen, ob der Staat da etwas macht. Im Zweifel können wir uns sowieso nicht drauf verlassen. Das haben spätestens die großen Überschwemmungen in der Eifel und in Westfalen dann eben halt gezeigt. Also da muss man wirklich selbst denken.
Ja, wie gut es der Staat mit den Menschen in Deutschland und Österreich meint, das sehen wir gerade in der Corona, in der Mikrobenpandemie, an den Impfpflichten, die jetzt in Österreich schon eingeführt wurden und in Deutschland wahrscheinlich auch kommen werden, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Also ganz kurz noch hier abschließend zum Thema Blackout. Es wurde im Rahmen einer Umfrage außerdem gefragt, wie lange die Infrastruktur im Falle eines Blackouts funktionieren würde. Und das ist sehr interessant, was die Leute in Wirklichkeit glauben. 43% der Befragten gehen davon aus, dass die Wasserversorgung noch einige Tage lang funktionieren würde. Nur 34% rechnen mit einigen Stunden. Und hier heißt es, tatsächlich hängt die Dauer der Wasserversorgung bei Stromausfall von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ab. Sie ist laut dem Büro für Technikfolgenabschätzung in der Regel jedoch nur auf wenige Stunden ohne Strom ausgelegt. Ja, das ist wirklich wichtig. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich auch dann weiter noch erreichbar sein wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben gut vorgesorgt. Ich hoffe nur, dass ihr die Möglichkeit habt, auch im Falle von kritischen Situationen uns weiterhin zu empfangen. Und da möchte ich an der Stelle eben halt auch nochmal sagen, wir wissen ja, dass die großen Stores der Big Tech Unternehmen auch mit dem Gedanken spielen, eben Telegram eventuell rauszunehmen aus ihrem Angebot. Das bedeutet nicht, dass Telegram abgeschaltet wird, das können sie nämlich nicht, sondern sie wollen versuchen, Telegram eben halt aus dem Angebot rauszuholen, wo man meistens ist. Bedeutet also, wenn ihr dann beispielsweise plötzlich das Telegram nicht mehr aufrufen könnt, bedeutet das nicht, dass es abgeschaltet wurde, sondern ihr müsst es neu aufladen, dann über die Website. Und wir sprechen auch immer über unsere Alternative auf einer eigenen Website, evahermann.net. Und man kann dann eben halt Telegram auch direkt aus dem Netz herunterladen, um dann im Falle der Krise auch weiter mit uns in Kontakt sein zu können. Es ist uns auch zugetragen worden aus den Kreisen der oberen Strukturen in den Ministerien, dass gerade die Reichweite unseres Kanals sehr genau beobachtet wird. Also auch da müssen wir immer mit rechnen, dass man uns da an die Karre fährt. Man unterstellt ja leider den Menschen, die sich für den Verfassungsschutz einsetzen. Und das tun wir hier grundsätzlich auf ganzer Linie. Wir wollen nämlich eine Verfassung geschützt sehen, dass man ausgerechnet diesen Menschen eine gewisse Verfassungsfeindlichkeit unterstellt. Und das ist leider genau das Gegenteil, was hier wieder aufgebaut wird. Und da müssen wir immer drauf, müsst ihr drauf achten. Es kann eben sein, dass gerade die erfolgreicheren Kanäle als erstes eben halt stark angegriffen werden. Ja, also ich möchte das noch mal ein bisschen verdeutlichen, weil das sehr viel Information auf einmal gerade war. Wer ein iPhone hat und ein iPad, der hat, was Telegram angeht, eventuell künftig Probleme, weil nämlich Google, App Store und so weiter diese dann bei, also Telegram praktisch nicht mehr zulassen. Andreas hat es gerade gesagt, wenn ihr aber auf euren Desktop, eures Laptops geht, der kein Apple-Produkt ist oder eben auch ein Android-Handy habt, dann ist es ohne Probleme. Wichtig ist, dass wenn ihr Telegram herunterladet, dass es ohne diesen weißen Rand außenrum ist, sondern das pure Blau mit diesem Pfeil in der Mitte. Und sehr wichtig ist vielleicht auch nochmal zu wiederholen, es gibt meine Homepage evahermann.net. Und wenn ihr da drauf geht, könnt ihr oben, seht ihr sofort eine Übersicht. Entweder hier könnt ihr anklicken, da erreicht ihr uns direkt bei Telegram auf dem Telegram-Kanal. Und darunter ist ein Link, der schaltet euch dann auf meiner Webseite auf die Telegram-Seite. Und wir haben das gesamte Telegram-Programm mit Podcasts, mit allem gespiegelt dort auf meiner Homepage. Das heißt, alles, was hier veröffentlicht wird, findet ihr, ohne auf Telegram gehen zu müssen, auf meiner Webseite. So kann es man verstehen. Ja, so ist es. Und bei der Gelegenheit möchte ich hier an dieser Stelle einen kleinen Appell loswerden an Herrn Haldenwang. Das ist der Chef des Verfassungsschutzes der Bundesrepublik Deutschland. Lieber Herr Haldenwang, ich bitte Sie und appelliere dringend an Ihr Gewissen und an Ihren Sachverstand, den ich mit Sicherheit sehe. Und bitte beobachten Sie ganz genau, wer wirklich gegen die Grundrechte verstößt.
und das Grundgesetz der Bundesrepublik schwer schädigt, sind es tatsächlich Fußgänger, die ihre Freiheit verteidigen und ihre Grundrechte behalten wollen? Oder sind es gar doch Politiker und Strukturen, die sich mittlerweile durch die Gewaltenteilung sogar verzahnt haben, miteinander arbeiten und die Gewaltenteilung nicht mehr vorhanden ist? Das sind die Grundlagen für Verfassungsschäden wirklich schlimmster Art. Und ich bitte Sie, das einmal zu durchdenken. Ich bin sicher, dass Sie es genau wissen. Ich möchte noch was hinzufügen an den Herrn Haldenwang, weil im Moment kann man sich natürlich, das gilt übrigens für alle Politiker auch, die Entscheidungen treffen, zum Beispiel für die Impfpflicht, im Moment kann man sich noch gut versteckt fühlen hinter den großen Mauern von Politik und Gesetzgebern und so weiter. Aber irgendwann bleibt nur noch der pure Mensch übrig. Die Zeiten kommen für jeden. Spätestens, wenn es dann mal ans Hinübergehen in einigen Jahrzehnten oder so geht. Und dann, ich habe mal ein Buch, das bespreche ich hier immer mal wieder, was Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, am meisten bereuen. Und die Dinge gehören dazu, wenn man mitgelaufen ist, ohne selber zu entscheiden, ohne sein Gewissen zu fragen. Ich weiß, das sind sehr ernsthafte Appelle, die wir hier jetzt heute tun, aber angesichts der sich zuspitzenden Situation jetzt auch in Deutschland, was bleibt einem denn eigentlich noch anderes übrig, wenn Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen? Ich komme übrigens gleich noch zu Frau Faeser, der Innenministerin, was die sich für ein Ding erlaubt hat. Die einfach friedlich demonstrieren und sagen, wir sind Familien, wir sind Durchschnittsbürger, ihr macht das gegen unseren Willen. Und es wird einfach darüber geschwurbelt und entschieden, wenn ich das auch sehe hier, was mit dem Strom passiert, mit dem Gas passiert, es wird in Kauf genommen, dass es den Menschen nicht gut geht. Himmel noch eins, ihr müsst euch doch alle irgendwann selber verantworten. Ja, und an der Stelle möchte ich noch einmal sagen, Hans-Georg Maaßen als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident hat deutlich Rückgrat gezeigt und hat sich für die Verfassung eingesetzt, hat gesagt, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit, hat sich damit wirklich in schlimmster Form beschimpfen lassen. Und wenn wir mehrere von diesem Format hätten, lieber Herr Haldenwang, wenn Sie der Nächste sind, der geht, dann haben Sie irgendwann keinen mehr. Sie sind in der Position, etwas verändern zu können. Und da geht es wirklich, dieser Appell an das Gewissen hier an dieser Stelle. Und das ist mir wichtig, das auch nochmal hier zu bringen. Ich bestätige sozusagen nochmal die Worte meines Vorredners. Ja, bevor ich zu Frau Faeser komme, wollte ich hier das Thema mit dem Stromausfall abschließen. Ich habe euch heute den Link schon über den Podcast, also vor dieser Sendung, eingestellt von Verivox, wo eben auch Hinweise gegeben werden, wie man sich gut auf einen Stromausfall vorbereiten kann. Das, was wir hier schon angesprochen haben, dazu kommt aber auch Medikamentenausrüstung, ganz wichtig, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Tiermedikamente, Tierfutter, das immer weniger wird. Bitte lest euch das durch, wenn ihr es noch nicht getan habt oder euch mit diesem Thema noch nicht beschäftigt habt. Und vielleicht noch etwas, damit ihr vor allem auf dem Laufenden bleibt, ist es natürlich bei einem Stromausfall blöd, wenn man sein Mobiltelefon nicht laden kann. Denn auch hier sind die Gedanken der befragten Leute bei dieser Umfrage, die weichen völlig ab von dem, was wirklich ist. Die große Mehrheit, über 66%, geht nämlich davon aus, dass bei einem Stromausfall die Telekommunikationsdienste wie Telefon und Internet noch so lange verfügbar sind, wie die eigenen Akkus halten. Das ist jedoch, heißt es hier, falsch. Der heimische Festnetzanschluss ist mittlerweile in den allermeisten Fällen auf die Stromversorgung angewiesen, der Internetanschluss in jedem Fall. Auch das Mobilfunknetz wird nur eingeschränkt und schnell gar nicht mehr nutzbar sein, denn die Mobilfunkmasten wären schnell überlastet und müssen ebenfalls mit Strom versorgt werden. Auch hier, wir stellen euch jeden Tag solche Hilfsprodukte ein, hier vom Kopfverlag, da gibt es zum Beispiel eine Powerbank,
nur für die Mobiltelefone, die eben auch über Solar funktioniert und die man auch bei einem Stromausfall einsetzen kann. Das stimmt. Und innerhalb beispielsweise von bestimmten kleinen Orten bietet es sich übrigens auch an, diese sogenannten Walkie-Talkies oder sowas zu haben. Die kosten nur wenig Geld. Die laufen auf einer Funkfrequenz des Citizen Band, also des CB-Funk. Und mit diesem CB-Funk ist es relativ einfach, dann von einer Wohnung oder von einem Haus ins andere rüber zu funken. Gerade weil, wenn es ein Problem gibt und ein Stromausfall ist, ein Blackout ist und auch irgendwelche Banden da eventuell auf den Straßen herumwursteln, dass man dann eben halt sich nicht mehr raustraut, aber man dann über diesen Weg auch noch funken kann. Und bei der Gelegenheit, wir stellen immer wieder diesen Echo-Flow mit ein. Wir haben selbst Erfahrungen damit gemacht, das Ding funktioniert wirklich außerordentlich gut, weil dieser Echo-Flow hat einen Vorteil. Das ist ein Notstromaggregat, welches man mit Solar aufladen kann, aber man kann es natürlich auch mit einem Stecker aufladen. Bedeutet, wenn man zwischendurch Ausfälle hat von Strom, kann man das Ding eben halt einfach mal, wenn der Strom gerade da ist, wieder volllaufen lassen. Innerhalb von einer Stunde ist das Ding zu 80% voll, innerhalb von 2 Stunden ist es zu 100% voll und zusätzlich noch die Solarkollektoren, die man dann auf die Terrasse stellen kann. Das Interessante dabei ist, wenn man in einem Ballungsgebiet oder in einer Stadt wohnt, dass dieses Gerät also geräuschfrei den Strom produziert. Das ist der Unterschied zu Verbrennungsmotoren. Wenn man auf dem Land ist, kann man natürlich auch so ein Handtrageding, ich habe so eins auch, wo man Benzin reingießt und so weiter und kann das Ding mal eben überall mit hinschleppen, wo man es braucht. Aber in der Innenstadt beispielsweise, wo mehrere Wohnungen sind, würde natürlich jeder Nachbar hören, oh, der Nachbar hat Strom. Das weckt Begehrlichkeiten in kritischen Phasen. Ja, also damit haben wir versucht, unseren Teil wieder beizutragen, dass wenn es zu einem Blackout oder Brownout kommt, dass ihr vorbereitet seid. Wir stellen auch immer wieder kostenlose Tipps ein. Es ist nicht so, dass wir nur hier auf Produkte hinweisen, sondern man kann, wie gesagt, auch selber eine ganze Menge machen, indem man vorbereitet. Wir sprechen oft darüber, dass ihr auch Nahrungsmittel vorbereitet, denn die Lieferkettenausfälle werden ja nun auch spannenderweise mehr oder weniger zum Teil künstlich herbeigeführt. Das kann man gut beobachten. Und es wird eventuell irgendwann die frischen Dinge nicht mehr in dem Umfang geben wie Zitronen oder eben auch Gemüse wie Paprika. Da sprechen wir darüber, trocknet so etwas selber, Zitronenschalen trocknen und pulverisieren bei schonender Hitze. Dazu könnt ihr einen Dörrautomaten benutzen. Ihr könnt es aber auch in einem niedrig beheizten Backofen machen, auf der Heizung, oben auf dem Kleiderschrank einfach ein paar Bleche hinpacken. Also all das ist möglich. Genauso Paprika, höchster Vitamin-C-Lieferant, auf niedrigster Hitze trocknen und pulverisieren. Dann habt ihr so etwas in Notzeiten da. Ja, jetzt aber zurück zur Politik. Innenministerin Nancy Faeser will keine Demos haben. Sie hat per Twitter einen, wie die Bild-Zeitung sagt, einen Skandal-Tweet abgegeben. Und der Bild-Chef, der Nachfolger von Julian Reichelt, Johannes Boyer, hat sich dazu gemeldet und vertritt ehrlich gesagt ähnlich klar seine Meinung dort, wie Reichelt das wahrscheinlich auch getan hätte. Und er sagt, man hat also bei der Bild-Zeitung auf Artikel 8 des Grundgesetzes hingewiesen. Da heißt es ja, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Aber ausgerechnet Innenministerin Nancy Faeser, die ja mit der deutschen Verfassung eng vertraut sein müsste, die scheint dieses Recht komplett in Frage zu stellen. Die hat wörtlich getwittert: Ich wiederhole meinen Appell. Man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Tja. Also es tut mir leid, aber das ist eine Tendenz und ein Aufruf mehr oder weniger, der faschistisch motiviert ist. Faschistisch bedeutet in eine Richtung vorgegebene Regierungspropaganda und jeder, der dagegen verstößt, der ist ungewollt und der hat gefälligst die Klappe zu halten. Und das sind gefährlichste Tendenzen und man fragt sich, wie so jemand Innenministerin werden kann, der mit solchen totalitären, extremistischen Gedanken da aufwartet.
Ja, ich bin gespannt, was der Herr Haldenwang dazu sagt. Das ist ja nun eine Kollegin, die Schulter an Schulter mit ihm arbeitet. Ganz klar, es ist ein Verfassungsbruch und eine schwere Verfassungsschädigung wird hier mehr oder weniger propagiert. Und da muss der natürlich sofort jetzt, ich denke, dass sie jetzt überwacht wird automatisch und wahrscheinlich auch schon irgendwelche Verfassungsschützer bei ihr vor der Haustüre lungern mit irgendwelchen Richtmikrofonen. Dream on, Baby. Ja, du hast recht, war wahrscheinlich nur ein Traum. Vizekanzler Robert Habeck, der kommt da in dieser Bild-Zeitungsdiskussion auch nicht gut weg, denn wir haben ja gestern gemeldet, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn und Frau Baerbock und den gesamten grünen Vorstand wegen Untreue, Veruntreuung von Geldern ermittelt. Und Robert Habeck ist dazu befragt worden und hat in seiner unnachahmlich lässigen, schnodderig, etwas nachlässigen Sprache, so will ich es mal ausdrücken, geantwortet, das Thema sei politisch doch schon durchgenudelt. Auch ein hübscher Begriff. Und darüber hat sich der neue Bildchef auch geärgert, der Johannes Boje, und sagt, ja, wo bleibt denn der Respekt vor den Institutionen? Naja, gut, okay. Also ich denke mal, dass Herr Habeck ja nicht mal Respekt vor seinem Vaterland hat. Das hat er ja deutlich gesagt. Das kotzt ihn regelrecht an, hat er gesagt, wenn jemand von seinem Vaterland oder von der Liebe zu seiner Heimat spricht. Und was kann man denn von einem solchen Menschen erwarten? Und wenn er sich dann da mehr oder weniger so nuschelig auch ausdrückt, dann passt das wahrscheinlich auch zu seinen Gedanken. Die werden wahrscheinlich genauso nuschelig in seinem Kopf ablaufen. Anders ist es für mich ja gar nicht erklärbar. Denn er ist ja keiner, der wirklich klare Strukturen zeigt und auch keine klaren Richtungen vorgibt. Nicht einmal eine klar definierte Vision, sondern mehr so ein Wischelwuschel. Das ist so ein bisschen schmuddelig wirkend auf mich manchmal. So ein bisschen so überhaupt nicht klare, saubere Gedanken, sondern so ein schmuddeliges Wischiwaschi irgendwie. So wie er seine eigene Küche beschrieben hat, dass keine Milch da ist und er seine Cornflakes mit Wasser essen muss. Das hat er ja gesagt. Und er auch sagte, er will nicht unbedingt, dass seine Frau sieht, wie er untergeht. Also er macht seine eigenen Prognosen. Das hat er offen gesagt, ja in diesem berühmten Interview im ARD, wo er mehr oder weniger ein Komplettversagen an den Tisch gelegt hat, warum soll er hier an der Stelle jetzt ausgerechnet klar und sauber argumentieren? Mir ist, ich habe letzte Nacht ein bisschen wach gelegen. Mich hat dieses Österreich ziemlich gepackt gehabt. Und dann fiel mir auf einmal ein, Andreas, das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Sag mal, früher war es doch so, wenn jemand Kanzler oder Vizekanzler war oder ein bedeutender Bundesminister, dann hat doch die Öffentlichkeit sofort den Ehepartner oder die Partnerin vorgestellt bekommen. Dann ist das durch von Bunte bis Gala, aber auch Bild-Zeitung und alle anderen Zeitungen haben dann die Ehepartner vorgestellt. Also ich hatte zuweilen den Eindruck, dass Hannelore Kohl bekannter war als ihr Ehemann damals, der Bundeskanzler Helmut Kohl oder Loki Schmidt, die Frau von Kanzler Helmut Schmidt, oder nehmen wir so alle möglichen Minister auch, denken wir an Schröder, an Gerhard Schröder, also das ganze Theater mit Frau Doris Köpf oder Hiltrud, seiner Ehefrau. Und ja, ich höre und sehe ja überhaupt nichts mehr. Das interessiert mich doch als Frau. Mit wem sind die denn zusammen? Wer beeinflusst die denn täglich? Und zum Beispiel hat ja, wie du gerade schon erwähnt hattest, der Robert Habeck hatte ja in diesem legendären ARD-Video, wo er mit dem Taxi durch die Gegend gefahren wurde und befragt wurde, hat er ja dann auch gesagt, nee, die Frau, die sei überhaupt in weiter Ferne, weil die wolle ihn nicht untergehen sehen. Und ich hatte das mal jetzt geguckt, wer ist denn seine Ehefrau überhaupt? Und er lernte die bereits während seines Studiums kennen. Andrea Palloch heißt sie und die ist auch bekannt, deswegen kann ich das hier sagen. Die haben sich 1996 kennengelernt und Geheiratet haben sie. geheiratet, ja, und haben, das hat die Münchner Abendzeitung hier veröffentlicht, vier gemeinsame Söhne. Und die Frau Palloch, also Habecks Ehefrau, ist Schriftstellerin, wie übrigens auch Robert Habeck, davon wusste ich auch nichts. Die haben gemeinsam mehrere Romane geschrieben, darunter Der Schrei der Hyänen,
oder der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf. Naja gut, heute arbeitet Robert Habeck ja für die Hyänen. Das sind ja die Nichtregierungsorganisationen. Insofern hat er wahrscheinlich seine eigene Biografie schon vorverfasst. Und ja, es ist mir auch auffällig geworden, dass ein Herr Schröder mit der Frau Doris Schröder-Köpf dass die plötzlich überhaupt nicht mehr auftauchte. Hilo war übrigens noch, also Hiltrud war noch die Frau, da war ja noch Ministerpräsident. Also auf jeden Fall war es immer so, dass selbst Frau Merkel mit Herrn Sauer ab und zu aufgetreten ist. Aber bei der jetzigen Truppe der Regierung sehe ich von keinem in irgendeiner Form die Partner, Ehepartner oder Lebensgefährten. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und ich kann mir das nur so erklären. Diese Zusammenstellung dieser derzeitigen Regierung ist so kurios und so charakterlich speziell zusammengestellt und auch so intellektuell speziell zusammengestellt, dass ich das Gefühl habe, dass man lauter Feindbilder für das Volk geschaffen hat, quasi mehr oder weniger eine Litfaßsäule, auf die man Steine schmeißt, und irgendwann werden die aus dem Tempel gejagt. Und da will man vielleicht sogar die Ehepartner ein bisschen mit schützen, weil man hat das Gefühl, dass diese Leute mehr oder weniger so als Kanonenfutter für die Umwandlung des gesamten Systems nach vorne geschickt werden. Und dann kommt der große Retter, wahrscheinlich mit einem WEF-Emblem auf seinem Hemdchen, und wird sagen, ich hole euch da raus und ab jetzt wird alles gut. Und die momentane Zeit erinnert mich so ein bisschen an die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Mal sehen, was jetzt für ein Retter in den Startlöchern schon steht. Ja, und ich möchte nochmal auf die Ehefrau des derzeitigen deutschen Bundeskanzlers zu sprechen kommen, Britta Ernst. Die ist nämlich gar nicht unbekannt, nur wird der Zusammenhang zwischen ihr und ihrem berühmten Mann nur noch selten hergestellt. Sie ist eine deutsche SPD-Politikerin, war von 1997 bis 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und war von 2014 bis 2017 Ministerin für Schule und berufliche Bildung in Schleswig-Holstein. Und seit September 2017 ist Britta Ernst brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in den Kabinetten Woidke. Und das heißt, sie ist eigentlich eine amtierende Ministerin in Brandenburg und ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und darüber, bei Wikipedia finden wir das alles. Es wird ja nicht verheimlicht, aber es wird offenbar irgendwie fast absichtlich nicht darauf hingewiesen. Ja, also auf jeden Fall werden die Ehepartner sich auch nicht darum prügeln, vorne in der ersten Reihe zu stehen, wenn ihre führenden bundesrepublikanischen Regierungspartner da oben eine solche Ergebnisarie abliefern müssen oder abzuliefern haben, weil sie ja offenbar gar nicht in der Lage sind, Eigenentscheidungen zu treffen, sondern mehr oder weniger nur noch ausführen. Und das ist eines, was meine These mehr oder weniger nur noch zusätzlich bestätigt. Ja, und auch Annalena Baerbock, da hat man auch den Mann völlig aus der Schusslinie gezogen. Wir wissen wenig über ihn. Normalerweise wünscht man sich ja, wenn man die Annalena so sieht, dass der Mann doch kommt und irgendwie schützend den Arm über ihre Schultern mal legen würde, weil die muss ja auch oft durchs Feuer und muss da durch Russland und muss sich da mit Pokerfaces wie Sergio Lavrov auseinandersetzen. Aber ja, wo ist der? Naja, bis jetzt hat Herr Habeck ja immer den Arm um Frau Baerbock gelegt, bis zu dem Zeitpunkt, als sie ihn da mehr oder weniger als Schweinehirten bezeichnet hatten. Ich glaube, und das auf offener Bühne. Und ich glaube, seitdem ist da so eine gewisse gesunde Distanz zwischen den beiden auch. Ja, also auf jeden Fall, ihr Ehemann hat seinen Job aufgegeben. Das ist bekannt gegeben worden. Der kümmert sich jetzt zu Hause um die Kinder, der ist ins Privatleben zurückgegangen, heißt es. Der hatte einen Job bei DHL, der Daniel Hohlefleisch heißt er, und hat diesen Job zugunsten der Politkarriere seiner Ehefrau aufgegeben. Er wird jetzt sich um Kinder, Haus und vielleicht auch Hunde kümmern und
Ja, das ist also, das war mir heute Nacht irgendwie so aufgefallen, dass ich eigentlich gar nichts über die weiß. Und jetzt teile ich das mal alles mit euch hier direkt aus Wikipedia. Naja, Herr Hohlefleisch ist ja auch Lobbyist gewesen von DHL und in somit auch für die gesamten Postsituation zuständig. Und er spielte ja auch eine Rolle. Das war ja so ein Geschmäckle, was da bei ihm aufgetreten ist, wo er dann dafür gesorgt hatte, wenn beispielsweise die Regierung die Gebühren für den Paketdienst erhöhen und er gleichzeitig einer derjenigen ist, dessen Gesellschaften mit davon partizipieren. Da gab es ja schon so ein paar komische Situationen. Und wenn er sagt, er kümmert sich natürlich nur um das Haus und um die Familie. Und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass sie wahrscheinlich sogar jemanden angestellt haben, der ihnen die Bude sauber hält. Und er wird so die eine oder andere Stunde frei haben. Inwieweit er da noch mit alten Strukturen telefoniert, das lässt sich natürlich auch nicht so richtig sagen. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass die Partner der momentan Regierenden irgendwie, man hat das Gefühl, bewusst aus jeder Schusslinie herausgenommen werden. Und das könnte dafür sprechen, dass man die tatsächlichen Führenden in dieser Gemeinschaft dann mehr oder weniger zum Abschuss freigeben will. Ja, das ist jetzt deine Spekulation. Das wissen wir natürlich überhaupt Richtig. nicht. Aber sagen wir mal, es ist jetzt nicht auszuschließen bei all dem Affenzirkus, den wir da im Moment erleben. Ja, wir hatten gestern in dem Sonderpodcast, darauf wollte ich auch noch einmal kurz zu sprechen kommen, hatten wir gesprochen über diese Corona-Warn-App, die da jetzt eingeführt wird und die mehr oder weniger jeden Bürger komplett überwachen kann, dessen Impfstatus an jeder Stelle, ob er sich eine Konzertkarte oder eine fürs Fußballstadion kaufen möchte, überprüft und eventuell die Türen auch dicht lässt und sagt, du mit deinem Status darfst nicht rein. Das ist also ein ähnliches Kontrollinstrument, wie es in China schon längst der Fall ist. Und wir haben dazu einen Hinweis, eine Information von www.bundestag.de heute veröffentlicht. Ich wollte euch nur noch mal darauf hinweisen, nämlich es gab eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Was hat das Ding denn gekostet, diese Corona-Warn-App? Und darauf musste man eine Antwort geben. Und das sind bislang mehr als 130 Millionen Euro. Wir wissen ja seit kurzem, die Luca-App ist es nun nicht mehr. Für die hat man übrigens ähnlich viel Geld zur Entwicklung ausgegeben. Jetzt ist es die Corona-Warn-App, die kann ganz andere Sachen. Auf die Entwicklung und den Betrieb der CWA, also der Corona-Warn-App, CWA, gewöhnt euch schon mal dran. Durch die Unternehmen SAP und T-Systems im Jahr 2020 Kosten im Umfang von rund 52,8 Millionen. Und dann wurde das Ding weiterentwickelt und in den Betrieb genommen. Und es gab ja schon Pilotprojekte in Brandenburg. Auch das wird jetzt so langsam erst bekannt und ruchbar, wo das ausprobiert wurde. Und dann wurden also nochmal 63,5 Millionen ausgegeben in 2021. Und auch für die Bewerbung dieser App standen rund 13,7 Millionen Euro zur Verfügung und. Und die monatlichen Kosten für Betrieb und Wartung lagen den Angaben zufolge 2021 bei rund 3,94 Millionen Euro im Monat. Auch hier, Andreas, die immer wieder gestellte Frage, wer zahlt das? Ja, das zahlt der Steuerzahler. Und das ist ja nicht, dass damit die Regierungsbeamten bezahlt werden, sondern externe Firmen wie T-Systems, SAP und IBM. Das sind die großen Nutznießer, die hunderte Millionen abgreifen an Steuergeldern, um eine Kontrolle gegen die Bürger durchzuführen. Weil wenn wir wissen, wie wir gestern gehört haben, dass zum Beispiel die Konzertagentur Eventim mit eingeschlossen wird, die in der Lage ist, im Prinzip den Impfstatus online oder auch offline abzufragen. Das bedeutet, sie haben in jedem Testgerät offenbar die Daten bereits drin von jedem Einzelnen. Und beim nächsten Mal, wenn es online geht, wird es wieder abgeglichen mit den Zentraleinheiten dann bei IBM. Und was jetzt hier das Interessante ist, diese neue Corona-App, und das haben wir aus unseren Insiderkreisen der Programmierer dieser App, dass die in der Lage ist, zum Beispiel, wenn einer in ein Konzert geht oder in ein Geschäft geht, in einen Supermarkt geht, das wird ja jedes Mal diese App genutzt und da wird eine Prüfung gemacht.
Das wird abgeglichen mit der Zentraleinheit bei IBM und die sagt dann ein Yes oder ein No, also der kann rein oder der darf nicht rein. Und wenn das dann gelaufen ist, ist der Vorgang noch nicht zu Ende, denn es wird auch dann wieder zurück entsprechend das Datum gegeben, von wo aus genau dieser Test geführt wurde. Also es heißt also, jeder Mensch, ob er zum Supermarkt geht, ob er in ein Restaurant geht, ob er in ein Konzert geht oder wo auch immer, Tankstelle wahrscheinlich, kann man ein lückenloses Bewegungsprofil nun erstellen über genau diese App. Und deshalb ist die wahrscheinlich auch so teuer, weil man braucht dann nämlich kein Impfregister mehr, weil der Mensch ein lebendes Impfregister dann automatisch wird. Und das sind dann schon transhumane Wesen, die wir dann werden, alleine nur, wenn wir eine solche App auf dem Handy mit uns rumschleppen. Dort ist es genau wie in China. Ne? Das würde man an dieser Stelle sagen. Der Fokus hat heute schon über Verwirrung berichtet, was diese Corona-Warn-App angeht. Und sie haben gesagt, ja, die wurde also immer weiter ausgebaut jetzt und die Nutzer könnten etwa ihren aktuellen Gesamtstatus zusammenfassend unter dem Menüpunkt Zertifikate einsehen und sie wüssten dann sofort, welche Betriebe sie damit besuchen können. Und dann heißt es, im Menü taucht dann links oben 2G, 3G oder 2G plus auf. Aber, sagt der Fokus, diese Funktion liefert aktuell falsche Ergebnisse, besonders bei Menschen mit Booster-Impfung. Im Alltag kann das zu erheblichen Einschränkungen führen, denn Personen, die eine Grundimmunisierung erreicht und eine zusätzliche Auffrischimpfung erhalten haben, gelten als geboostert und müssten in der App eigentlich als 2G plus aufgeführt werden. Aber in der Corona-Warn-App steht 2G, also nur grundimmunisiert. Und 2G plus wird, so auch Aussagen der Betreiber, nur dann ausgespielt, wenn zusätzlich ein negativer Antigen-Schnelltest hinterlegt wird. Aber das ist, wie es hier heißt, ein fataler Fehler, denn geboosterte Personen müssen laut Empfehlung der App einen Test hinterlegen, um die Anzeige 2G plus zu erhalten. Und dabei ist das in keinem Bundesland tatsächlich möglich. Also, wir haben euch diesen Artikel auch eingestellt, weil die sagen auch, was man dann tun kann. Aber alles in allem kann man jetzt schon sehen, das Ding geht wieder nach hinten los. Es gibt wieder viel Verwirrung. Und das Ziel ist doch nur, den Menschen, soweit es überhaupt nur geht, und diese Grenzen immer weiter auszudehnen, zu kontrollieren. Und wir sehen das ja auch hier bei einer aktuellen Meldung jetzt. Mein Schiff 1, das ist ja ein riesen Kreuzfahrtschiff des Hamburger Kreuzfahrtunternehmens TUI Cruises, musste vorgestern Abend am Mittwoch also von Bremerhaven aus Kurs auf die Karibik genommen, mehrere hundert Fahrgäste an Land zurücklassen. Grund? Kurzfristig verschärfte Corona-Regeln an Bord. Das heißt, zum Schutz von Gästen muss man jetzt wieder strengere Auslastungsgrenzen einführen, Andreas. Und dann ist das so eine Willkür, Hammer and Dance. Alle freuen sich auf die Reise. Plötzlich sagt Herr Lauterbach, weil er über Nacht was anderes geträumt hat, ja, wir müssen jetzt die Regeln ändern. Und schon ist das Leben von Hunderten und Tausenden Menschen beeinflusst. Genau, und das ist einfach totalitäre Willkür. Weil es gibt ja normalerweise ein Bundesparlament, es gibt für alle Gesetzesänderungen bestimmte Vorgaben und so weiter. Das bedeutet, nicht einmal der Bundestag muss jetzt in irgendeinem Gremium einen Entschluss fassen, sondern da kann beispielsweise der Herr Lauterbach ganz einfach sagen, ab sofort gelten andere Regeln, weil er sie sich, wie du sagst, gerade selbst ausdenkt. Denn dafür, das hatten wir gestern in den Sonderpodcast gesagt, auch das war nämlich ein ganz wichtiger Podcast, den wir gemacht haben, weil man nämlich dort erkennt, dass es technisch nicht nur umsetzbar sein wird, sondern bereits eingeführt wurde. Das bedeutet, die sind in der Lage, innerhalb von einer Sekunde die gesamten Rechtslagen quasi europaweit oder deutschlandweit für alle Deutschen, die einen deutschen Pass haben oder einen deutschen Impfausweis haben, zu verändern. Und hier sehen wir so ein bisschen das lebendige Geschehen in der Praxis. Das heißt, da haben Menschen sich ein Ticket gekauft für einen solchen, so eine Kreuzfahrt und jetzt stehen die da und dann sind da plötzlich 100 Leute zu viel und diese 100 Leute, die müssen schlicht und ergreifend dann am Rand bleiben, also am Quai bleiben, werden nicht mitgenommen, weil einfach mal eben kurz
ohne Bundestagsbeschluss, ohne alles, ein solcher Entschluss umgesetzt wurde, wobei man noch nicht mal weiß, wer den überhaupt gefasst hat. Ja, und ich möchte jetzt erklären, warum du gelacht hast, weil das Thema ja eigentlich nicht zum Lachen zumute war. Andreas hat eine bestimmte Lesebrille und die setzt er ab und auf und auf und ab. Und manchmal ist es dann so, wenn er euch etwas berichtet, dann hat er in der rechten Hand diese Brille und fuchtelt hin und her und diese Brille klappert wie wahnsinnig. Und ihr hört dann vielleicht im Hintergrund immer nur ein Knistern, eine Art Knistern und denkt euch, was ist das? Und ich schaue nur, ich habe gesagt, ich thematisiere es nicht im Kanal, aber wenn du an einer Stelle lachst, wo es nicht passt, muss ich es tun. Ja, also du hast völlig recht. Also ich bin da einfach so ein bisschen nervös bei diesen Nachrichten manchmal, weil ich auch manches Mal immer wieder so diesen Zorn spüre, der dann auftritt. Das ärgert mich manchmal einfach unglaublich und aus diesem Grunde klappert das ab und zu. Aber ich werde mich bessern. Ich versuche es wirklich. Naja, wenn es wirklich weiter nichts ist und bis jetzt haben wir noch keine Beschwerden, aber ich weiß jetzt schon, weil wir es jetzt thematisiert haben, jetzt werden dann die Beschwerden über das Brillengeklapper kommen. Andreas, noch eine Meldung, die Bild-Zeitung heute veröffentlicht hat. E.ON, also der Energiekonzern E.ON, der wird wohl als erstes Unternehmen seine Mitarbeiter aus Sorge wegen Omikron kasernieren. Drastische Maßnahmen sind kein Tabu, heißt es hier. Und im Klartext bedeutet das, Angestellte, auf die man nicht verzichten kann, bleiben am Arbeitsplatz auch über Nacht und auch über einen längeren Zeitraum. Und da heißt es vom E.ON-Sprecher gegenüber der Rheinischen Post wörtlich: Im Rahmen der Vorbereitung auf alle denkbaren Krisenszenarien ziehen wir verschiedene Maßnahmen in Betracht. Unter anderem haben wir auch die Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitenden direkt am Standort berücksichtigt, wo die Bild-Zeitung in Klammern Kasernierung dahinter schreibt. Heißt es weiter, in pandemiebedingten Extremsituationen den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, haben wir im Kraftwerk und bei Preußen Elektra einen detaillierten Pandemie-Notplan aktiviert, der eben verschiedene Maßnahmenstufen beinhaltet. Das geht dann hier unter anderem ums Kernkraftwerk Isar, das laut Konzern 3,5 Millionen Haushalte versorgt und 12% des bayerischen Stroms erzeugt. Da sind ja zwei Meldungen drin in dieser Nachricht. Erstens, das ist jetzt auch möglich, dass die Leute Tag und Nacht am Arbeitsplatz gehalten werden wegen Omikron. Aber im Prinzip ist es ja auch ein deutlicher Hinweis auf eine Notfallsituation, was Stromausfall angehen könnte, die hier dargestellt wird. Ja, absolut. Mich erinnert das ein bisschen an unsere Phase, als wir den Plan B entwickelt haben, denn da gab es noch einen Plan C dazu, den wir aber nicht veröffentlicht haben. Und da ging es darum, was passiert im Falle einer völligen Krise, wie wir es jetzt zum Beispiel haben könnten, nämlich die Versorgungskrise, dass dann beispielsweise kein Hunger, also kein Essen, kein Trinken, keine Wärme mehr da ist. Wie hält man die Leute noch in den entsprechenden Kraftwerken? Da geht es nicht nur um die Stromproduktion, sondern da geht es auch darum, um die Kontrolle zum Beispiel von laufenden Kernkraftwerken. Da laufen ja bestimmte Prozesse ab auf physikalischer Ebene und die müssen sehr genau kontrolliert sein. Aus diesem Grunde fände ich es auch sehr wichtig, wenn man diese Techniker, diese Ingenieure entsprechend, das hatte ich damals in unserem Plan C vorgesehen, dass entsprechende sogar Behälter dann da sind, Silos mit Getreide und so weiter, um die Techniker und auch deren Familien entsprechend in diesen entsprechenden Stromversorgungswerken dann zu versorgen. Weil wenn dort ein Techniker sitzt und der sagt, ich sitze hier und werde versorgt und bin hier kaserniert, aber meine Familie da draußen hungert und ich weiß nicht, was mit ihnen passiert, dann kann es sein, dass er nach Hause geht oder versucht auszubrechen oder macht bewusst Fehler. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, auch dieses Spiel einfach durchzuspielen. Ich bin ehrlich gesagt nicht böse darum, dass diese Stromkonzerne sich mit diesen Themen auseinandersetzen und kann nur hoffen, bitte berücksichtigt auch die Familie, dass die Leute, die dort arbeiten, motiviert sind und nicht ein Kernkraftwerk beispielsweise, welches läuft, einfach verlassen, indem sie sagen, wir gehen jetzt nach Hause und überlassen diesen physikalischen Vorgang sich selbst, denn das hätte wirklich gravierende Folgen.
Ja, danke für diese Einordnung, Andreas. Wir wollen jetzt mal das Thema umlenken nach Davos. Da ist ja der WEF noch zugange, ich glaube bis heute oder morgen, seit dem 17. Januar. Wir haben Olaf Scholz dort gehört, wir haben wichtige Leute dort, vor allem Klaus Schwab, deinen Lieblingsmilliardär gehört, der überhaupt gar keinen Hehl mehr daraus macht, wie er sich die digitalisierte Welt, die Transformation dieser Erde vorstellt. Also man ist ja da schon relativ ungehemmt. Wer dort auch gesprochen hat, das ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Und der hat gewarnt, und zwar vor einer globalen Konfrontation. Wörtlich sagt er, diese könnte katastrophale Folgen haben. Wörtlich, wir müssen die Mentalität des Kalten Krieges aufgeben und friedliche Koexistenz anstreben. Das hat er zu Beginn des Treffens gesagt und er bezieht sich dann auf die Historie und sagt, Geschichte habe immer wieder gezeigt, dass Konfrontation keine Probleme löse, sondern katastrophale Konsequenzen heraufbeschwöre. Er warnte allgemein vor Protektionismus, vor Unilateralismus und Machtpolitik, wobei China wahrscheinlich die USA auch meinen damit. Auch wandte er sich gegen, spannenderweise, exklusive kleine Zirkel oder eine Blockpolitik, die die Welt polarisiere. Seine Äußerungen konnten als Hinweis auf die Bündnisse betrachtet werden, die Herr Biden in den USA mit seinen Verbündeten in Europa und Asien schmieden, um gemeinsam gegen die Herausforderungen durch China vorzugehen. So jedenfalls wertet das Redaktionsnetzwerk Deutschland diese Aussage. Ja, was interessant ist, was China hier macht. China kopiert die politischen Aktivitäten und Aktionen der Vergangenheit der USA. Sie klagen das an, was sie selbst produzieren. Unilateralismus, Protektionismus, eben Machtpolitik, das baut momentan China auf, bloß auf einer anderen Ebene, als es eben halt die USA damals gemacht hat. Aber dieser chinesische Way of Life, der hat jetzt den amerikanischen Way of Life mehr oder weniger abgelöst. Und das ist ein interessanter Schachzug, den er fährt, denn er hat ja recht mit dieser Argumentation gegen USA. Und die USA erleben gerade hier eine eigene Wechselwirkung der letzten mindestens 100 Jahre. Ja, danke. Wir bleiben auch noch mal bei China und bei Chinas Rekordwachstum. Wir haben hier eine Meldung aus den russischen Medien vorliegen, die aus unserer russischen Redaktion übersetzt wurde. Und zwar russian.rt, das ist die Quelle. Und da heißt es, es geht um das Rekordwachstum Chinas und was das für Russland bedeutet. Ich gehe kurz rein und würde dann gerne dich mal bitten, weil du hast dir das näher angesehen, uns mal zu berichten, was das als Konsequenz bedeutet. Im Jahr 2021 wuchs die chinesische Wirtschaft um 8,1%. Dieser Wert war der höchste der letzten 10 Jahre. Experten zufolge konnte sich das Land dank der Initiativen der Behörden schnell von den Auswirkungen der Pandemie erholen. Die Regierung unterstützte die Unternehmen finanziell, senkte die Steuern und lockerte die Beschränkungen für die Einfuhr von Waren. Experten sind der Ansicht, dass der Aufschwung Chinas den Volkswirtschaften in anderen südostasiatischen Ländern helfen dürfte, die Auswirkungen der Krise schneller zu überwinden. Gleichzeitig spiele die derzeitige Situation in China Russland in die Hände, sagen die Analysten. So wird der Handelsumsatz zwischen Moskau und Peking im Jahr 2021 erstmals die Marke von 147 Milliarden Dollar erreichen. Und in den kommenden Jahren könnte er die 200 Milliarden Dollar Marke überschreiten. Ja, das ist sehr interessant. Also Putin frohlockt ja damit und hat im Dezember noch mit Xi ein Telefonat geführt, wo er ganz deutlich die 200 Milliarden Dollar Marke anstrebte. Und das sind natürlich Größenordnungen für Russland. Russland hat auch begonnen, neben dem traditionellen Handel mit Rohstoffen auch seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse aktiv nach China zu leben. Denn in China
ist eine sogenannte Mittelklasse-Generation herangewachsen. Also die haben bereits andere Bedürfnisse, die Chinesen. Sie verlangen jetzt biologische und hochwertige Lebensmittel und Russland kann sie natürlich liefern. Und darüber hinaus werden natürlich noch ganz neue Dienstleistungen entwickelt, zum Beispiel den Tourismus. Also die erreichte Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft war die höchste seit 2011 und viel höher aus als prognostiziert. Interessant, wenn man das mal mit den europäischen Zahlen hier vergleicht. Natürlich spielt hier auch ein gewisser Basiseffekt eine Rolle. Was ist das? Damals war aufgrund der weit verbreiteten Abriegelungen eine dramatische Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft ja zu beobachten. Und wenn man einen niedrigen Sockel hat, ist es natürlich einfach, hohe Steigerungen aufzubauen. Das ist nicht wirklich schwer. Also worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist, dass das chinesische Bruttoinlandsproduktwachstum im Jahre 2020 aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus und der Quarantänebeschränkungen von 6 auf 2,2 Prozent sich verlangsamt hat. Aber es gelang China inmitten der Pandemie eine Rezession zu vermeiden. Hochspannend, das Gegenteil von dem, was wir in Europa hier zu verzeichnen haben. Und nun haben sich Chinas Absatzmärkte verändert. Der Binnenmarkt, das ist wichtig, der wird jetzt forciert. Nicht nur die Exporte wie früher. Früher war China ja die Werkbank für die Exportländer und heute kaufen die Chinesen selbst. Und da China ja auch keine großen externen Zulieferer braucht, wie zum Beispiel Europa oder USA, weil in China stehen ja die Betriebe, die die Zulieferungsprodukte ja produzieren, haben die natürlich alles selbst. Und im Rahmen dieser Initiative stellen die Banken den Unternehmen jetzt eine große Anzahl von Krediten zur Verfügung und verlangen auch keine Rückzahlung auf schneller Sicht, sondern nur langsam. Und dadurch wird unglaublich viel Geld in Umlauf gebracht und die Wirtschaft boomt quasi nach oben. Wie du schon sagtest, auch China hat die Steuern gesenkt. Das stimuliert zusätzlich. Und der IWF prognostiziert gewaltige Zuwächse in der gesamten eurasischen Region. Also wenn man sich dagegen unsere europäischen Führer ansieht und ihre Deindustrialisierungspolitik, da kann einem wirklich fast übel werden. Das heißt, die Achse zwischen China und Russland wird dementsprechend enger und enger und der Westen bleibt mehr und mehr auf der Strecke. Wie passt das dann zusammen, Andreas, dass in Moskau, in der Staatsduma, hoher Besuch aus dem Iran gewesen ist, nämlich der iranische Präsident Raisi war da und hat in der Plenarsitzung der Staatsduma gesprochen und ist dann auch mit dem Sprecher der Kammer Volodin zusammengetroffen. Und er ist in dieser Rede vor allem auf die Beziehungen zu Russland und auch auf die Politik der USA eingegangen. Du hast dir das ja auch ein bisschen näher angesehen, was der Mann da gemacht und gesagt hat. Ja, der Volodin aus Russland, der war übrigens ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident der gesamten Russischen Föderation noch dazu. Auch das ist wichtig, dass man das weiß. Und in dieser Rede ging der iranische Staatschef auch auf die Beziehungen zu Russland und die Politik der USA ein. Vor allem klagt er über die neue Form der politischen Vorherrschaft der USA, an die ja fast nur noch mit Sanktionen arbeiten. Dafür ist USA bekannt, denn militärisch gesehen haben sie einfach zu viele Baustellen. Sie können nur noch sanktionieren. Und der Raisi, der interpretiert ganz klar, wir sehen jetzt, dass die Strategie der Vorherrschaft besiegt wurde und die Vereinigten Staaten am schwächsten sind. Das ist interessant. Man will aber irgendwie die expansionistische Politik weiterfahren. So schätzt das Raisi ein. Und der Fokus liegt jetzt im Prinzip auf der Schwächung unabhängiger Staaten von innen heraus. Wir kennen das, die Farbenrevolution, die laufen alle durch USA. Also man arbeitet nicht mehr militärisch, sondern nur noch mit Sanktionen und mit Geheimdiensten. Das ist ziemlich deutlich. Und Raisi betonte, das ist ganz wichtig, dass er Chancen für Russland und den Iran sehe, ihren globalen Einfluss zu vergrößern. Also man muss wissen, Putin hat ihn selbst dazu eingeladen und der Außenminister Lavrov ist sehr froh darüber und man will die strategische Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland fortsetzen. Das zusammenfassend muss man das erkennen, wenn wir gerade über China und Russland gesprochen haben und jetzt kommt der Iran und Russland dazu. Ich spreche das schon immer sehr oft an. Das geht
oft noch unter, aber wir dürfen dieses Triumvirat Russland, China, Iran nicht unterschätzen. Iran mit enormen Rohstoffen, die gerade die Pipelines durch das befreundete Afghanistan legen. Herat ist eine große Stadt in Afghanistan, wo auch viele Iraner leben, wo auch Farsi gesprochen wird. Und man legt dort quasi große Pipelines durch den Hindukusch durch an die chinesisch-afghanische Grenze und kann dann direkt in Xinjiang landen, dort im großen Industriegebiet. Und diese komplette Verbindung Iran, Russland, China wird natürlich ein Aufschwung für die gesamte eurasische Platte sein, inklusive Indonesien und auch den gesamten anderen fernöstlichen Staaten, während der Westen sich gerade mit Wissen und Wollen selbst abkoppelt von dem eigentlichen Spiel. Ja, und wir hören derweil immer wieder Kriegsgetrommel, was die Ukraine angeht. Also das Säbelrasseln wird lauter, während die Einschätzung von Insidern immer mehr dahin geht, dass es wohl tatsächlich nur ein Säbelrasseln sein soll, zur Ablenkung dessen, was hier alles derzeit passiert im Zuge der Pandemie. Ich habe gerade gesehen, dass die Bild-Zeitung auch Karl Lauterbach wieder auseinander nimmt, weil Karl Lauterbach einfach, wie Sie schreiben, für Verunsicherung an allen Ecken und Enden sorgt. Und offenbar muss dieser Krieg zwischen der Ukraine im Schulterschluss mit dem Westen, sprich USA und Europa, gegen den bösen Ivan am Köcheln gehalten werden. Jetzt hat der deutsche Journalist, der in Russland lebt, Thomas Röper, den wir sehr schätzen, der hat das Portal Antispiegel oder auch Medienkritik, der hat einen Artikel veröffentlicht, Andreas, was man im Westen alles nicht über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine erfährt, sagt er. Und zur Erklärung, im Donbass sterben weit mehr Zivilisten durch den Beschuss der ukrainischen Armee als umgekehrt. Das sei keine russische Propaganda, sagt er. Das meldet vielmehr die OSZE und das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Du hast auch diese Meldung dir ein bisschen genauer angesehen. Ja, zumal eben die Quelle hier die OSZED ist oder die OSZE. Und das ist die internationale Konferenz und die ist keineswegs pro-russisch fokussiert. Also die setzt sich zusammen aus der Staatengemeinschaft Europas, der Republik Zypern, der Mongolei, der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, aber auch den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Also wenn ich sage hier Staaten Europas, sind alle Staaten Europas damit drin. Also interessant hat, dass diese OSZE, die aus der Schlussakte von Helsinki irgendwann entstanden ist damals, schon im November 2020 haben die gemeldet, dass 75% der zivilen Opfer des Krieges im Donbass, also der Ostukraine, auf das Konto der ukrainischen Armee gehen. Und darüber berichten westliche Medien nicht. Das heißt also, die Ostukrainer werden von den Westukrainern mehr oder weniger umgebracht. Und die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die heißt Maria Sacharowa, hat diese Zusammenhänge dann am 13. Januar erklärt. Und zusammengefasst, die Angaben der OSZE-Sonderbeobachterkommission in der Ukraine, die gab es zwischen Juli 2020 und Ende Dezember 2021. Und demnach gab es 128 zivile Opfer und die überwiegende Mehrheit von 93 Opfern gab es in Gebieten, die von Donetsk und Lugansk kontrolliert wurden und 215 Fälle von Schäden an zivilen Einrichtungen und Infrastrukturen. Die Mehrheit von 119 wiederum in Gebieten der Regionen Donetsk und Lugansk. Also was hier wichtig ist, ganz einfach, das stört die Vereinigten Staaten aber überhaupt nicht offenbar. Im Gegenteil, in diesem Jahr planen sie eine ganze Reihe gemeinsamer Militärübungen, deren Umfang um ein Vielfaches größer sein wird als in der Vergangenheit. Also man merkt das, dass man im Prinzip den Wunsch der Regierungen hat, diese friedlichen Beteiligungen des Konfliktes überhaupt nicht beizulegen, sondern eben weiter aufzubauen. Und wenn es um die Ukraine geht, dann betonen die USA, dass es um die Stärkung oder Garantie der Unabhängigkeit des Landes geht. Und jetzt stellt man sich bewusst die Frage,
Wie steht es also mit der Anerkennung und Achtung der Souveränität und der Unabhängigkeit der Russischen Föderation? Denn die fühlen sich natürlich auch in irgendeiner Form bedroht. Und das ist das, was die Sprecherin des russischen Außenministeriums eindeutig fragt und auf der Basis der OSZE-Informationen. Und sie fragt sich natürlich auch, dass US-Delegationen regelmäßig Kiew besuchen, aber niemals den Osten der Ukraine. Und da stellt sich die Frage, ist man überhaupt an der Wahrheit interessiert? Und sie kommt natürlich klar zu einem Ergebnis, nein, man ist nicht interessiert. Und auch die Journalisten in der Ukraine, die in den letzten Jahren absolut regierungstreu waren, die leiden jetzt unter der Zensur der Medien durch Kiew, respektierlich natürlich durch die USA und durch die EU. Und die Entwicklung der neonazistischen Bewegung in der Ukraine werden da gleich immer beängstigender. Also die Strafmaßnahmen im Donbass und die Neonazi-Bewegungen sind logischerweise alle Glieder derselben Kette. Und das ist wichtig. Am 1. Januar fand übrigens dieses Jahres 2022 in Kiew ein Fackelzug von ukrainischen Neonazis statt. Und keinen interessiert es. Und man fragt sich auch, warum die OSZE-Funktionäre jetzt nicht an die Öffentlichkeit appellieren. Denn sie können sich auf ihre eigenen Daten beruhen. Nein, stattdessen sind sie da US-treu, westlich treu. Aber ihre eigenen Daten sagen genau das Gegenteil von dem, was hier in den westlichen Medien propagiert wird. Eigentlich ist das ein schändlicher Vorgang, der hier beschrieben wird. Danke für diese Ausführungen, Andreas. Thomas Röper hatte übrigens ein Buch veröffentlicht zum Thema Ukraine-Krise 2014. Untertitel: Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, wie der neue Kalte Krieg begann. Und viele, wahrscheinlich auch von euch, sind übrigens 2014 durch diese merkwürdige Berichterstattung in den Mainstream-Medien, die wirklich nicht schlüssig gewesen ist, so langsam ins Aufwachen gekommen. Also ich weiß von vielen auch in meinem Umfeld, die mir damals 2007 noch nicht folgen konnten, aber mit der Ukraine-Krise doch schon sehr besorgt gewesen sind. Und wir werden euch dieses Buch einstellen, wer daran interessiert ist, wie das losgegangen ist und wie da die Kräfteverteilungen bis heute sind. Denn wir sind ja wieder mitten in dieser Ukraine-Krise, der sollte hier ruhig einmal reinlesen. Ja, und wenn er sagt, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, dann meint er natürlich nicht den sichtbaren Teil des Krieges, denn der Krieg beginnt ja schon, bevor kriegerische Aktivitäten zu verzeichnen sind. Das bedeutet, man muss die Menschen ja schon bereits vor dem eigentlichen Krieg, den man sehen kann, kriegsreif lügen. Man muss sie natürlich dermaßen mit Lügen überziehen und mit Propaganda überziehen. Propaganda ist im Normalfall eine Lüge, damit sie den Krieg auch einsehen, dass sie dann auch sagen, wir müssen etwas tun. Wir sehen das gerade in einer ganz akuten Form, wie Deutschland, Europa wirklich so richtig durch Propaganda und durch Vorbereitung auf diesen Krieg, also durch den Verlust der Wahrheit, eingeschworen werden. Da gibt es den bösen Russen, der steht auf seinem Terrain und bedroht plötzlich alle. Und so will man versuchen, dass alle Menschen möglichst diesen Krieg auch einsehen, der dann droht. Nichtsdestotrotz, wir dürfen eines nicht vergessen, das hatten wir gestern gesagt, die Experten unserer Zuträger gehen davon aus, dass dieses ganze Szenario des Krieges momentan ein Ablenkungsmanöver ist, weil man vorhat, den gesamten Westen mehr oder weniger, ich sage mal, industriemäßig platt zu machen. Das ist offenbar das Ziel, was dahinter steht. Wir merken es sehr deutlich. Ich glaube nicht, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt mit großen Waffen, sondern man lenkt davon ab, weil die Leute dann in Angst sind. Jeder hat ja so seine eigene Angst. Der eine hat Angst vor einem Virus, der andere hat Angst vor der Impfung, der nächste hat Angst vor dem Krieg, der nächste hat Angst vor Arbeitslosigkeit. Und so sind die vielen Ängste natürlich in der hybriden Kriegsführung auch alle zu nutzen von den Führern, die eigentlich das Volk vertreten sollen.
Ja, das sind natürlich ausgesprochen beruhigende Worte, die du hier für unsere Hörer zum Wochenende hast. Sind wir schon zum Ende? Wir sind am Ende. Wir sind schon über 92 Minuten. Ihr Lieben, ich möchte euch einfach trotzdem immer wieder bitten, bleibt in eurer Kraft, auch für alle neu hinzugekommenen, sei es gesagt. Wir haben sehr regelmäßig, fast jeden Abend, ein Abendgebet hier. Also auf jeden Fall immer irgendeine Ansprache, die uns helfen kann, in die innere Stabilität zu kommen, um stabil durch diesen Wandel, diese Transformationszeit, die hier eingeleitet wurde, auf der Erde zu gelangen. Und das schaffen wir nur, wenn wir in Verbindung mit der Natur sind, wenn wir uns bemühen, die Naturgesetze zu lernen. Und ich weise in diesem Zusammenhang immer, und du ja auch, Andreas, auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit hin von Abdruschin, diese grünen Bücher, die wir auch immer einstellen, wo jeder anfangen kann, die Naturgesetze zu studieren. Diese Bücher sollten bitte chronologisch gelesen werden, weil sie aufbauendes Wissen enthalten. Aber auf diese Art und Weise kommen wir auch in einen neuen Blickwinkel auf das Leben hinein. Das ist der Gegensatz, der gegensätzliche Blickwinkel zu dem, was man vorhat, nämlich die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, die Transformation des Menschen in einen Roboter. Aber hier ist es warm, wir bleiben im Gemüt, in der Seele, im Herzen, im Gewissen und versuchen, die richtigen und wichtigen Lichtreflexe in uns zu motivieren, anzuspornen und zu entfachen. Ja, und ich war jetzt so konzentriert in unserem Podcast, der heute so blitzschnell rumging, dass ich die Zeit einfach nicht gemerkt habe. Deshalb tut es mir leid, dass ich da noch so ein bisschen graue Nachrichten zum Schluss reingemacht habe. Nein, unterm Strich gesehen schließe ich mich komplett an. Wir sind trotz all dieser Informationen, die wir bekommen, fröhlich und das müssen wir auch bleiben, denn der Teufel hasst ein Lachen. Und eines ist wichtig, das System, welches gerade versucht, alles hier so zu zerstören, hat bereits verloren. Wir reden nicht von einem Ende, sondern von einem Neuanfang. Ganz genau, Andreas, besser kann man es nicht sagen. Wir sind hier alle überhaupt nicht böse. Das heißt ja, dass du hier voll bei der Sache bist. Ja, und jetzt pfeife ich wieder. Neulich hat einer gefragt, wie könnte ich gleichzeitig pfeifen und sprechen? Jetzt kommt's raus, ich pfeife nicht selbst, ich lasse pfeifen. Ach ja, der Kaffee kommt gleich. Witzig.